Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen wollen echte Steuergerechtigkeit und deshalb brauchen wir diese öffentliche, länderweise Berichterstattung von ganz großen Unternehmen. Wir setzen uns daher auch natürlich für die Kleinen und Mittleren ein, von denen wir sagen, die brauchen das nicht erfüllen. Was ist gestern passiert? Hugues Payet und ich haben einen sehr ausgewogenen Bericht mit vielen Kompromissen vorgelegt. Große Unternehmen sollen eben offenlegen, wo sie die Gewinne machen und was ist da jetzt schiefgelaufen. ISIA, ALDE und EVP sind offensichtlich die Protektionisten der ganz großen, der multinationalen Unternehmen von Starbucks, Amazon, Google und Co. Warum? Sie möchten es auch in Zukunft zulassen, dass diese Unternehmen definieren, was sensible Daten sind, die sie nicht offenlegen möchten und sich dann irgendeinen Staat aussuchen, eine Steueroase innerhalb Europas, da haben wir ja einige, und diese Daten dann entsprechend nicht nach außen tragen. So soll es nicht gehen. Und ich bin da jetzt zuversichtlich, dass wir im Plenum noch kämpfen, wirklich kämpfen bis zum Umfallen, dass wir das nicht zulassen, denn wir Sozialdemokraten setzen uns eben für echte Steuergerechtigkeit ein.